Aloha, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich muss jetzt erst noch ein bisschen labern. Weil wenn ihr wüsstet, was ich hier aufgestellt habe. Ich habe das Video schon mal gedreht, aber da hat so die Sonne reingeschienen. Das war so, ja, am Blenden. Ja, okay. Also, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich habe 6 neue 30x30 Blöcke, die ich euch gleich alle zeigen werde im Einzelnen. Aber wir fangen mit was anderem an. Weil manch einer möchte die nur von außen sehen, nicht von innen. Und dann, dem ist das dann zu lang. Und deswegen fangen wir mit den anderen Sachen an. Warum ich eigentlich heute zum Action gefahren bin, weil ich wollte eigentlich gar nicht zum Action. Das ist mein Action-Dealer schuld. Und zwar die liebe Sandra. Die wohnt in den Niederlanden. Und wenn die was Neues entdeckt in dem Action, wo ich eigentlich nicht hinfahre, aber auch von der Entfernung dann alles okay ist, die hat mir geschrieben, neue 30x30 Blöcke und die haben gerade aufgefüllt. Oh, oh. Ja, ich war gerade einkaufen mit meinem Mann, weil ich heute kein Auto habe. So, ich war schlecht. Ich habe heute kein Auto. Ja, und er war dann so lieb. Ich habe den Einkauf gerade reingeschmissen zu Hause und dann sind wir durchgestartet. Einmal kurz nach Holland. Und in Brunsum war nichts. Und da bin ich halt nach Schäßberg gefahren. Und da bin ich fündig geworden. Ja, da freue ich mich. Also vielen lieben Dank, Sandra. Weiter so. So, ich habe in Holland 2 Faulenzer Mäppchen bekommen. 99 Cent. Ja, für alles, was man so an Gedöns hat. Ich fand die Farben ganz neutral. Und man hat ja immer irgendwie was, wo man denkt, ach, da könnte ich noch mal was reintun. Oder das könnte ich zusammenfassen. Und ja, da ich die recht hübsch fand. Oder auch recht neutral, hübsch neutral, durften die mit. So, dann muss ich immer... Wie gesagt, ich habe es ja schon gedreht. Dann habe ich dieses Notizbuch gekauft. Da sind so Trennteile drin. Hier kann man was reintun, da hinten auch. Das möchte ich für die Arbeit nutzen. Weil eigentlich habe ich ja Homeoffice und eigentlich habe ich mein Notizbuch daneben liegen. Das war ein Effes DIN A5 Block aus, ich glaube, aus dem Lidl. Und auf wundersame Weise ist der verschwunden. Keiner hat ihn. Ich vermute, meine Tochter hat es. Na, so wusste ich, habe nichts. Nein. Ich meine, das Haus verliert ja nichts. Ne? Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt weiter irgendwie danach suche, hole ich mir einen neuen und der fällt wenigstens richtig auf und der bleibt dann hoffentlich auch neben meinem Laptop liegen. So, dann gab es neue Foam-Sticker in der Kinderabteilung für 79 Cent. Das sind jetzt niederländische Preise, die können leicht abweichen von den deutschen Preisen. Ja, ich habe überlegt, nehme ich sie mit, nehme ich sie nicht mit. So, ja, ich habe sie mitgenommen. Ich stehe auf Hello Kitty. Ich verbastel selbst aber Hello Kitty nicht so viel. Die hatten da noch SpongeBob, dann Prinzessinnen, ich weiß nicht was noch alles. Da stehe ich ja nicht so drauf. Ich meine, ich stehe auf SpongeBob, das ist Lucy, aber nicht, ja nicht, ich habe noch Sticker davon und so oft verbastle ich es halt nicht. Und Prinzessin, ja, ich stehe auf Disney, ja, aber auch Prinzessin soweit brauche ich nicht. Aber Hello Kitty durfte mit 89 Cent. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben Familienzuwachs bekommen und zwar die Frau Schmidt, ein kleines Kätzchen und alle haben sich aneinander gewöhnt, Emma und Khaleesi und Frau Schmidt, aber der große Hund, die immer schon mal hier an der Seite so ein bisschen guckt, die Lucy, die braucht noch ein bisschen. So, dann habe ich bekommen für 89 Cent diese Buchstaben. So, jetzt muss ich erstmal lesen, weil ich habe 3 Sets bekommen. Tut mir leid, aber ich drücke jetzt nicht auf Pause, ich fange auch nicht nochmal an. Moment. So, ich musste dann doch mal kurz auf Pause drücken. Ja, ich habe 3 Sets davon bekommen. Einmal dieses silberne, einmal Gold und einmal Roségold. Und wenn man es doch so sieht, dann denkt man, diese Größen sind da drin. Sind es aber nicht.
Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz gut zu wissen, der sich dann die Sachen nicht kauft. Ich denke, das kann man als Schablone nehmen. Buchstabenaufkleber. Hier steht es auch nicht drin, welche Größe. Und die sind also wirklich mega. Ne? Hier. Ich habe mal eben gemessen, das waren 5 cm. Ne? Hier, so groß sind die. Das sind um die 5 cm. Da ist das ganze ABC. Und hinten noch Ausrufezeichen, Punkt, Kaufmanns- und Fragezeichen, Anführungszeichen, Semikolon und das auch nochmal. So, das ist das Roségold. Und dann habe ich das einmal in Gold. Wobei es mir in Gold am wenigsten gefällt, aber ich denke, man muss es im Zusammenhang sehen, wenn es irgendwo klebt oder verbastelt ist. Das gefällt mir ganz gut. Und das habe ich ja noch nicht auf. Wie gesagt, ja, wenn einer irgendwas bekleben will, was weiß ich, irgendwelche Boxen, dafür ist es bestimmt gut, aber ansonsten sind die halt recht groß, ne? Und ich denke, das ist gut zu wissen. Also das von außen, ich gucke nochmal drauf, aber ich glaube, nee, da steht nichts von der Größe. Ne? Naja, es gibt Schlimmeres, 89 Cent kann man drüber wegsehen. So, an der Kasse sprang mir das entgegen. Und weil der Mundschutz echt ja schon mal heftig ist, vor allem im Moment habe ich ein bisschen Allergie, da ist die Nase auch schon mal komplett zu. Da musste ich durch den Mund atmen und dann auch noch die Maske und dann bei der Hitze und beim Einkaufen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Also zum Beispiel bei uns im Rewe, da haben manche Verkäufer, Verkäuferinnen das auch auf, anstatt Maske. Ich denke, da wird es dann erlaubt sein. Aber es kann sein, dass manche Geschäfte es nicht tolerieren. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall immer einen Mundschutz dabei haben, werde aber mir das hier mitnehmen, weil ich finde es, denke ich, angenehmer. Hat 5,99 € gekostet. Ist halt hier dieses, ne, Ding und dann einfach, also selber bastelt eigentlich. Okay, müsste mit einem Gummiband oder so, aber ich weiß nicht, ob das dann gilt. So, da sind 4 von diesen Folien bei zum Auswechseln. Und hier, ich habe es eben im Video schon mal vorgelesen. Da steht halt, die Spritzschutzmaske schützt nicht vor Viren oder Bakterien und ersetzt keine Verhaltensvorschriften. Also man kann nicht sagen, wenn einer sagt, hier, mit dem Ding kommst du nicht rein, du brauchst einen Nase-Mund-Schutz, da kann man nicht sagen, ich habe das reicht. Nein. Also wer sich das holt, immer auch noch Nase-Mund-Schutz dabei haben. Weil die Pflicht ist ja bis im Moment mal noch bis zum 15.06. So, apropos Termin. Ich hatte im letzten Video gesagt, ja, Kreativa ist ja Ende August, weil ich bis dato auch noch nichts gehört habe, dass die verschoben ist. Aber ich glaube, gestern Morgen, nee, heute Morgen, glaube, habe ich es gesehen, die ist verschoben auf irgendwann gegen Ende September irgendwas, um den 20. irgendwie September. Kollidiert so ein bisschen, also eine Woche später ist es Stempelmecker. Ja, naja, egal. Ein bisschen blöd. Ich hoffe, ihr hört das Geschrei von meiner Tochter hier nicht. So, dann durfte das nette Teil für 1,89 € mit von Werkmann. Wird natürlich überklebt. Ich habe ja große Buchstaben. Ne? Fand ich total nett. Hier mit 3 Aufteilungen. Also, es ist ja gedacht für Werkzeug wahrscheinlich. Aber auch ja, Werkzeug jeder Art. Farben. Für die Putzmittel. Für. Ja, Bastelzeug für die Wolle, was man immer so, ne, hin und her tragen muss, finde ich total genial. Deswegen durfte das Teil mit. 1,89 €. Wie gesagt, denkt dran, die Preise können ein bisschen variieren. Oh, deswegen durfte dieser nette Tray mit. So, und jetzt Trommelwirbel. Jetzt kommen die neuen Blöcke. Oh, und ich bin so froh, dass ihr hier nicht geblendet werdet. Das war eben Katastrophe. So, Sweet Dreams Design Block. Je Block 1,99 €. So kann ich es machen. Ne? So, ja, da ich den hier eben schon mal durchgeblättert habe, kann ich sagen, der ist sehr schmetterlingslastig. So, ja, mir ist es too much. Ne? Das hier gefällt mir gut. Das sind diese Rehe. Ich zeige es euch mal. Gefällt mir ganz gut. Kann man ja schon mal für den Herbst.
Ich hoffe, ihr hört das Gebelle und Geschrei nicht. Aber ich möchte es nicht nochmal drehen. Hier sind große Schlüssel, kleine Schlüssel. Ja, Rosen, also Blumen, finde ich ja mega. Hier haben wir Hirsche. Da wieder die Schmetterlinge. Ja. Blumen, also damit bastel ich ja total gern. Schmetterlinge. Wieder die Blumen. Und diese. Hier sind die Schlüssel. Und da sind wir schon in der Mitte. Und das ist auch mega. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Ich guck mal. Ja, hier fangen wir wieder von vorne an. Jedes Design ist zweimal drin. So, das ist der Sweet Dreams. Die Artikelnummern habe ich alle in meiner Facebook-Gruppe schon gepostet. So, dann haben wir hier den Vintage Dreams. Ich kann euch auch mal komplett vorlesen. Ne? Also 24 Blatt mit 2x24 Motiven, beidseitig bedruckt, 250 Grammatur und säurefrei. So, und hier ist das nicht mega. Ich finde den klar. Also ich denke, ja, da ist mit zu viel Blau drin, aber wenn hier hinten, hier ist ja, ne? Das ist ja, da muss ich mich nicht entscheiden, da werde ich das Holz verbasteln. Finde ich toll. Wenn ich das jetzt auch so in der Kamera sehe, mega. Wo das mir auch wiederum gut gefällt. Hier haben wir dann die blauen Blumen. Und hier ist wieder Holzoptik. Hier so eine Art Vintage. Hier auch wieder Holz. Sieht fast aus wie mein Esstisch. Holz. So. Also er ist schon schön, ne? So. Ja, hier sind wir in der Mitte. Und da teilt sich der Block wieder. Und es wiederholt sich wieder. Vintage Dreams. So, und jetzt machen wir mal Trommelwirbel. Der ist mega. Ich habe noch nicht durchgeguckt, aber der sieht schon mega aus. Also, wie gesagt, auch wenn Dschungel nicht immer so mein Thema ist, aber ich finde es echt toll. Wie gesagt, ich habe ihn eben, das war nämlich auch der dritte Block und da habe ich dann ausgemacht, wo ich gesehen habe, boah, das blendet dermaßen. Aber jetzt guckt, boah, ist das Hammer. Ich finde es toll. Mega. So, dann haben wir hier die Pünktchen, kann man auch gut gebrauchen. Und das hier, das war doch auch in dem kleinen Block, glaube ich. Ich weiß es nicht. So. Diese hier, die kleinen Tiger und hier wieder schön. Für die, das auch mega. Toll. Sehr, sehr schöne Muster. Also wer da irgendwie so ein Dschungelalbum machen möchte, toll. Das ist mal komplett was anderes, finde ich. Aber das Muster kenne ich auch von einem kleinen Block. Sehr, sehr schön. So, und da teilt sich der Gute wieder. Und das war's auch schon mit dem Jungle Dreams. Ja, wie gesagt, ich bin schon gefragt worden, wie viele Blöcke gibt es? Ich habe 6 bekommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Crunch Dreams. Und davon verspreche ich mir ja total viel. Das fängt schon wirklich toll an. Super, mega. Echt ganz, ganz toll. In diesem Altrosé. Klasse. Also ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall, also diesen Grunge Dreams, das wird bestimmt der Renner auch werden. Und hier mit den Punkten, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Also, ja. Weil bis jetzt gefällt mir jede Seite. Toll. Marmoroptik. Also ganz, ganz toll. So, und da teilt sich der Gutste. Und dann wiederholt sich's ja. Also, das ist im Moment mein absoluter Favorit. So, aber wir sind ja noch nicht fertig. Ne? So, dann haben wir Marble Dreams. Und ich glaube, mit dem... War der nicht schon mal irgendwo dieser
Schwan. So. Ja, und hier sind auch, ich glaube, das sind richtig geile Basic-Papiere. Hm? Hier haben wir dieses Mädel. Das sind Vögelchen drauf und hier, boah, toll. So, und hier sind die Schwäne und hier sind Hunde. Dann haben wir Marmor, Herzchen und hier sind kleine Blümchen. Sehr dezent aber. Und hier sind Punkte in verschiedenen Größen. Also so auch nicht komplett rund, sondern so wie eher so Sprenkel. Ne? Auch hier toll. Und mega Hintergrundpapiere auch. Toll. Und da teilt er sich. Und ich denke, den werde ich mir auch noch mal holen. Also mein zweitliebster. Der Jungle war auch nicht schlecht, aber da mag ich nur das mit diesen Monstera-Pflanzen. Das andere ist so, ja, werde ich wahrscheinlich nicht so oft verbasteln wie das jetzt, was so ein bisschen neutraler ist. So, Floral Dreams. Mal gucken, was der so sagt. Das auch, das gefällt mir gut. Das auch, das auch. Passt sehr schön. Schön zusammen abgestimmt. Für alle, die die Alben basteln. Ganz toll. So. Carpe diem. Sehr, sehr schön. Also der gefällt mir auch sehr gut. Die sind alle schön. Also das... Hm. So, da teilt er sich. Hier sind diese Sachen. So. Ja, das war's im Action. Klein, aber fein. Aber das Wichtigste waren halt die Blöcke. Dann ist heute noch was mit der Post gekommen. Und zwar, das habe ich bei Amazon bestellt von, Wessen Kreativ. Das sind Eckenabrunder. Ich habe ja schon einen, ne? Ich habe ja schon einen. So. Den leiht sich meine Tochter aber auch schon mal aus. Das ist nicht das Schlimme. Und eigentlich brauche ich keinen zweiten. Aber der hat so eine Punch-Funktion. Das werden wir jetzt mal testen, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. So. Also. Jetzt wollen wir erstmal Ecken abrunden. So. Ne, Ecken abrunden. Macht er. So, gibt es da verschiedene Größen? Ich glaube nicht. Also ich habe in meinem, bei meinem sind zum Beispiel 3 verschiedene Größen, S, M und L. Damit bin ich auch eigentlich ganz zufrieden. Okay, der macht das jetzt so nicht. Aber, also keine verschiedenen Größen. Oder ich habe es noch nicht gelesen. Erstellen Sie einfach runde Ecken und Kerben. Perfekt zum Erstellen von Umschlägen. Okay. Also auch für Umschläge zu machen. So, der macht jetzt hier, also ne, so, der macht jetzt hier so ein Nupsi rein. So eins. Ne? Und da habe ich gedacht, wenn ich hier noch ein Nupsi reinmache, so, und das dann gerade abschneide, dann habe ich ja einen Reiter. Ne? Wisst ihr, was ich meine? So. Müsste man dann gerade machen. So. Also so ein Tab fand ich cool. Und das kann ich ja variieren. Je nachdem, wie weit ich das auseinander mache, kann ich das größer oder kleiner machen. Ohne einen Tab irgendwo dran zu kleben. Deswegen habe ich mir den bestellt. Der war nicht teuer. Der hat gekostet 6,13 Euro oder so. Oder 6,03 Euro. Hm? Ja. Mal gucken, wenn ich damit so experimentiere. Aber das war's erstmal. Reicht ja auch schon wieder. So, ich lege mal noch ein bisschen was hier hin, damit ihr was zu gucken habt. Wenn ich euch noch zulaber. So, ja, ich bin total froh, dass ich die Blöcke bekommen habe. Ja, die alten Blöcke. Ich hatte ja schon mal ein Video gedreht, wo ich die alten Blöcke vom Act, ich glaube, die sind 6 oder 7 Jahre alt, gefunden habe und das Video hat aber nicht hochgeladen. Warum auch immer, ich habe nichts anderes gemacht, meine ich auf jeden Fall, aber naja, irgendwo dran jetzt liegen.
Ich habe die teilweise verräumt. Ob ich sie jetzt nochmal wiederfinde, weiß ich nicht, weil ich hatte gefragt, möchtet ihr das sehen? Und da waren einige, die darunter geantwortet haben. Oder eine. Auf jeden Fall habe ich auch ein paar Zuschriften gekriegt. Möchten Sie gerne sehen? Gucke ich mal. Dann Claudia. Deine Tochter wollte gucken, wollte wegen Bujo. Da gucke ich auch mal, ob ich irgendwie was mache. Ein bisschen was erkläre, aber ich bin da also kein hier, das muss so sein und oh, sondern da mache ich wahrscheinlich auch ein gesondertes Video. Ja. Noch ein paar andere Ideen habe ich. Achso, ich habe mein Stess-on Stempelkissen ausprobiert. Kommst du? Da liegt es. Ja, dann erstmal Versuche. Und zwar habe ich ein Laminier. Folie genommen, die aufgemacht, also wo es noch nicht laminiert war, reingestempelt mit Clear Stamps, zugemacht, durchlaminiert. Das heißt jetzt, ich habe hier auch schon Löcher drin. Das kommt jetzt in mein Filofax und da kann ich schön die Post-its drauf tun. Ne? Und was drunter ist, ist halt geschützt. Und ja, ne? Und da bin ich mit am Experimentieren. Ich hatte auch noch ein bisschen Glitter. Mit Glitter gefällt es mir gar nicht, weil das sieht dann aus wie. Weiß ich, ganz komisch. Aber ich experimentiere weiter. Schauen wir mal. Ja, ansonsten fällt mir bestimmt noch irgendwas ein, was ich euch alles zeigen kann. Ja, vielleicht habt ihr auch noch Ideen. Dann schreibt es mir in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail oder in meiner Gruppe oder. In meiner Gruppe habe ich eine Abfrage gestartet. Wo shoppt ihr online? Ich hatte vor, das alles zusammenzufassen und dann. Ja, wahrscheinlich eine Excel-Datei zu machen mit, ja, mit den ganzen Shops, ne? Und ab wie viel Euro Versandkosten frei und mal gucken. Irgendwann, ne? Also wenn ich Zeit und Lust und Muße habe, dann wollte ich das gerne machen. Deswegen postet fleißig weiter drunter, wo ihr alle so shoppt, weil also da sind echt etliche bei. Ich glaube, eben waren es 32 Kommentare oder heute Morgen. Und da waren etliche bei, die ich gar nicht kannte. Und ich so, okay. Und dann habe ich noch gesehen, irgendjemand, also habe ich, ich weiß gar nicht, ob das vorgeschlagen wurde von YouTube. Da gibt es ein Set, da kann man sich selbst Clear Stamps mit herstellen. Ja, das war ja mal Heideröschen. Das wäre ja mal total cool. Aber ich habe schon gegoogelt, das gute Teil kostet 180 Euro. Also das nicht mal eben so gekauft. Ich muss mir ein bisschen erstmal noch damit befassen. Aber an sich fände ich das eine coole Idee. Aber ich habe auch noch keine Bewertung gelesen und ich habe nur einfach mal geguckt, Interesse halber, wo gibt's das, ne, was kann das, aber nicht, wie gut ist es, ne? Weil für 180 Euro sollte eigentlich auch schon ein bisschen was können. Ja, so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder ja, viele Infos geben, was es Neues bei Action gibt. Ich denke, ich fahre nächste Woche nochmal und mal schauen. Es gibt, glaube ich, auch neue Stifte, neue Twin Marker. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde die nicht kaufen, weil Stifte habe ich erstmal genug. Und ich bin ja nicht so der Kolorierer. Und ja, schauen wir mal. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt. Ja, da muss ich noch das Tauschpäckchen packen für Nicole. Und mal gucken. Das wollte ich auch schon letzte Woche machen. Mal gucken, ob jetzt genug beisammen ist. Aber Nicole, du hast Geduld, ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gern sehen wollt, wie es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, abonniert meinen Kanal. Und wir wachsen. Finde ich total cool. Ja, da macht ihr mir eine mega, mega Freude mit und ich bedanke mich bei allen, die neu dazugekommen sind und die natürlich auch schon meine Abonnenten waren. Und ich finde kein Ende, deswegen laber, laber. Ich habe aber kein Sappelwasser getrunken. Ist es schön. Nein, es war jetzt alles, weil das war jetzt heute nicht geplant. Ich war in einer Hektik und jetzt muss ich erstmal runterkommen. Aber ich werde jetzt gleich noch ein bisschen basteln. Nein, erstmal alle meine Einkäufe verräumen, dann noch ein bisschen basteln, dann komme ich runter und ja, aber dann habe ich das Video schon gedreht und ihr müsst ein stressiges Video angucken. Auch egal. Nicht schlimm. Okay, also, bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!